Okay, jetzt fangen wir richtig an mit der Anatomie des Atemsystems. Und das Ganze ist ein sogenanntes Organsystem. Sie sehen hier, sind nicht nur die Lungen, sondern Sie sehen hier auch die Luftröhre, den Kehlkopf, der Rachen, die Nase, auch der Mund gehört eigentlich zum Atemsystem. Also das ist ein riesiges System, welches hier beteiligt ist. Jetzt möchte ich eigentlich von oben nach unten gehen, also die Strukturen von der Nase bis hin ganz hinunter zu den Alveolen, also zur Lunge gehen und diese Strukturen dann im Detail besser anzusehen. Also Sie sehen, zuoberst ist die Nase, also wenn die Luft jetzt angezogen wird und durch die Nase fließt, dann ist das erste Organ, welches es sieht, das ist die Nase. Dann als zweites wird es den Pharynx, also der Rachen, der wäre hier, sehen. Und nach dem Pharynx kommt dann der Larynx, das ist dann der Kehlkopf, das wäre hier. Also nochmals durch die Nase, der Rachen, dann der Kehlkopf. Dann die nächste Struktur ist die Trachea, das ist die Luftröhre, das wäre dieser Schlauch hier. Dann zu den Bronchien, also zu den großen Bronchien und dann zu den Bronchiolen, das sind dann die kleinen Bronchien. Bis hin zu den Alveolen, das sind dann die letzten, das sind so ein bisschen Sackgassen, das ist dann die Endstation, wo die Luft hin kann. Gehen wir Schritt für Schritt durch und bevor wir dorthin gehen, haben wir hier bei der Nase noch eine weitere Struktur, nämlich die Nasennebenhöhlen. Die sind hier, zum Beispiel hier die Stirnhöhle oder es gibt dann auch die verschiedene, die werden wir dann ansehen. Dort fließt eigentlich die Luft nicht direkt durch, aber sie hat gewisse Verwandtschaften mit der Nase. Also wir sehen uns diese Nasennebenhöhlen auch noch an. Sie gehören auch noch zu diesem Atemsystem, aber das ist eigentlich nicht so schön eingliedbar, weil eben die Luft geht eigentlich durch die Nase, dann die Pharynx, dann der Larynx und so weiter und nicht durch die Nasennebenhöhlen. Aber das werden wir dann noch sehen. Jetzt hier sehen Sie, dass eigentlich hier umrandet, das sind die oberen Atemwege. Manchmal in manchen Büchern wird der Larynx, also der Kehlkopf, nicht mehr zu den oberen Atemwegen gezählt. Ich nehme es jetzt dazu, weil es einfacher ist für Sie zu merken, weil wir dann einfach drei oben und drei unten haben. Aber das sind die sogenannten oberen Atemwegen und da die Nasennebenhöhlen, die gehören auch noch dazu. Und die unteren Atemwege, das wäre einfach alles unten dran, also die Luftröhre und bis hin zu den Alveolen, das sind die sogenannten unteren Atemwege. Gehen wir weiter zur Nase, fangen wir dort an. Und Sie sehen hier ein Bild, ein Querschnitt von der Nase. Und jetzt werden wir ein paar wichtige Dinge miteinander besprechen. Und zwar hat die Nase einen sogenannten knöchernen Anteil. Also das wäre dann hier oben, der ist knöchern, der können Sie auch selber tasten. Und dann weiter unten ist der knorpelige Anteil hier. Der ist verbiegbar. Dann haben wir hier Riechnerven, das ist der erste Hirnnerv. Und mit dem können wir dann riechen. Das ist eine wichtige Funktion. Also eine Funktion der Nase ist eben das Riechen. Und da oben sind diese Riechnerven vorhanden. Gehen wir weiter. Hier haben wir so Nasenmuscheln, welche bedeckt sind von einer Schleimhaut. Und diese Schleimhaut ist sehr wichtig, weil sie die Luft, welche hier hindurch fließt, erwärmt, also in einem kalten Wintertag ist das wichtig, dass die Luft erwärmt wird, weil sonst die Luft bis ganz nach unten in die Lungen gehen würde und das ist nicht sehr gut. Es ist auch wichtig, dass
die Luft angefeuchtet wird. Also es darf nicht einfach ganz trockene Luft sein, sondern die muss ein bisschen feucht sein. Und eine wichtige Funktion eben, dass keine großen Partikel in die Lunge direkt gehen. Das ist das sogenannte Reinigen der Luft mit den Flimmerhärchen. Und das Interessante ist eben, dass diese Flimmerhärchen auch Richtung Rachen schlagen, also Richtung hier hinten, damit wir dann diese Partikel auch wieder herauskriegen können. Entweder schlucken wir diese oder wir kriegen diese dann durch den Mund wieder heraus. Dann hier die Choanen oder die Choana, das ist hier dieser Teil, das ist diese Engstelle hier und das ist die Grenze zwischen der Nasenhöhle hier und dem Rachen, der dann gerade nach der Nase folgt. Das ist die Grenze, die Choanen. Dann gehen wir weiter. Die Funktionen eben, wir haben gesehen, dass eine Funktion der Nase ist eben das Riechen und dann das Erwärmen, das Anfeuchten und das Reinigen der Luft, sowie es ist ein Resonanzraum für die Stimme. Also unsere Stimme wird da auch Resonanz finden. Das ist auch wichtig. Gehen wir weiter zu den Nasennebenhöhlen. Sie sehen hier oben die sogenannten Stirnbeinhöhlen, dann die Keilbeinhöhlen, die Siebbeinhöhlen und die Kieferhöhlen. Und die können dann sich entzünden, eben eine sogenannte Sinusitis verursachen. Und das ist dann besonders schmerzhaft, wenn man sich gegen vorne beugt. Was ist nun die Funktion der Nasennebenhöhlen? Das ist erstens mal, sind es Hohlräume und damit vermindern sie das Gewicht des Schädels. Stellen Sie sich vor, der Schädel wäre überall massiv, dann hätten wir einige Kilo mehr zu tragen. Also das sind alles überall Hohlräume, damit wir ein gutes Gewichtsverhältnis haben. Dann ist es auch wiederum wie die Nase ein Resonanzraum für die Stimme und es ist eine Oberflächenvergrößerung der Nase. Gehen wir weiter zum Pharynx. Der Pharynx, der befindet sich hier, wo es schwarz umkreist ist, also dieser Teil hier. Man kann ihn dann noch weiter unterteilen in den Nasopharynx, Oropharynx und in den Hypopharynx. Das ist jetzt nicht wichtig. Aber jetzt sehen Sie zum Beispiel, wie die Luft hineinkommt. Wenn wir durch die Nase einatmen, geht die Luft zuerst eben durch die Nasenhöhle, wird dort erwärmt, angefeuchtet, wir schmecken ein bisschen und dann auch gereinigt. Dann geht es hinten in den Nasopharynx, also in den Pharynx, und da ist eben unsere Grenze, das sind die Choanen, das ist eben die Grenze zwischen Nasenhöhle und Pharynx, das sind die Choanen. Und dann geht die Luft weiter nach unten durch den Pharynx und dann hier vorne in den Kehlkopf hinein und dann die Trachea hinunter. Also das ist dieser Weg, den die Luft macht. Wenn wir durch den Mund einatmen, das können wir ja auch, dann geht die Luft eigentlich fast den gleichen Weg, einfach hier hinten und dann wiederum die Trachea hinunter. Wenn wir aber jetzt etwas essen, also das ist ja auch wieder etwas anderes, das sollte ja nicht in die Luftröhre hinein, dann passiert Folgendes, dann geht das Essen eben hier nach hinten, sehen Sie. Es geht jetzt nicht hier vorne in dieses vordere Röhrenteil, sondern geht hinten durch und das hinten, das ist eben die Speiseröhre. Das vorne ist die Luftröhre. Diese Beziehung sollten Sie sich auch merken, vorne ist immer die Luftröhre, hinten ist die Speiseröhre. Der Pharynx ist eigentlich nur ein Muskelschlauch zwischen Mundhöhle und Speiseröhre, also eigentlich ist es hier ein so Schlauch, welcher nach vorne offen ist gegen die Nasenhöhle, welcher hier offen ist gegen die Mundhöhle und welcher hier offen ist gegen den Kehlkopf und nach unten ist er offen in die Speiseröhre. Es ist ein wichtiger Punkt, dass eben dort die Kreuzung von Luft, eben wenn die Luft hier durch den Kehlkopf in die Trachea geht oder die Speise hier nach hinten geht, das ist eine Kreuzung. Also da können wir uns verschlucken und der Pharynx und der Larynx, diese beiden, die müssen dafür sorgen, dass wir eben nicht
durch den Magen atmen oder durch die Lungen verdauen. Das wäre nicht so gut. Dann ist es auch ein wichtiger, hat es eine wichtige Stelle, nämlich den sogenannten lymphatischen Rachenring. Der ist hier, das sind unsere Mandeln. Und diese Mandeln, die sind wichtig für die Immunabwehr, weil wir ja sehr viel Essen einnehmen und auch viel Bakterien zu uns nehmen. Das ist wichtig für die Immunabwehr. Das ist eigentlich ein großer Lymphknoten, der dort hinten ist. Kommen wir zum Larynx, den Kehlkopf, der ist da unten. Und dieser Larynx ist wichtig, weil wenn wir jetzt etwas essen, dann essen wir, nehmen wir es ins Mund, in den Mund auf, und jetzt, sobald er hier beim Kehlkopf ist, dann haben Sie hier die sogenannte Epiglottis oder den Kehldeckel. Der wird jetzt nach unten gedrückt, damit das Essen nicht hierhin kann. Dieser Kehldeckel ist sehr, sehr elastisch und wird nun nach unten gedrückt, sodass die Luftröhre verschlossen wird. Und somit kann das Essen dann in die richtige Röhre hinunter. Also hier sehen Sie eben diese Epiglottis oder den Kehldeckel, der wichtig ist für diese Funktion. Der Larynx ist wichtig, weil er eben die Luftröhre verschließt während dem Schluckakt mit der Epiglottis. Dann hat es Stimmbänder hier, Sie sehen das hier im Querschnitt. Diese Stimmbänder, wie der Name sagt, die sind wichtig für die Stimmbildung. Also zwei wichtige Funktionen, damit wir uns nicht verschlucken, und für die Stimmbildung. Gehen wir eine Etage weiter unten, nämlich zur Trachea. Das wäre einfach diese Röhre hier, das ist die Luftröhre. Und es gibt da spezielle anatomische Gegebenheiten, nämlich dass hier weiß dargestellt, also hier, haben Sie so Knorpelspangen. Also da hier im Querschnitt, also wenn man hier durchschneidet, sehen Sie hier diese Knorpelspangen, und die sind wichtig, damit die Trachea offen gehalten wird, damit diese nicht kollabiert, wenn wir zum Beispiel husten oder tief einatmen, da könnte die ja kollabieren, und die sind wichtig, damit eben diese Trachea oder die Luftröhre nicht kollabiert. Dann zwischen diesen Knorpelspangen sehen Sie hier blau dargestellt, so elastisches Gewebe, also das ist nicht alles Knorpel, sondern es sind Knorpelspangen und dazwischen ist elastisches Gewebe. Dann an der Hinterwand, das sieht man hier auf diesem Bild nicht, aber hier im Querschnitt sehen Sie hier Muskelgewebe, und dieses Muskelgewebe kann die Größe oder den Durchmesser dieser Trachea regulieren, also größer oder kleiner machen. Das ist die Trachea. Es hat Knorpelspangen, elastisches Gewebe und Muskelgewebe hinten. Gehen wir eine Stufe weiter nach unten zu den Bronchien und den Bronchiolen. Das sind einfach diese Verzweigungen, und Sie sehen, dass sich diese ganz vielfach verzweigen, bis man sie nicht mehr sieht und dann das Mikroskop brauchen muss. Und Sie sehen hier, das ist eben eine Luftröhre und Bronchien von vorne gesehen. Daher ist diese Seite rechts und diese Seite links, also gerade umgekehrt. Und wenn Sie jetzt etwas verschlucken oder etwas, wenn Kinder zum Beispiel ein Legosteinchen verschlucken in die Lunge, geht es meistens in die rechte Lunge hinein, weil hier der Winkel viel, viel steiler ist. Es ist seltener, dass etwas hier in den linken Lungenlappen geht, sondern eher in den rechten. Gut, das ist eigentlich schon alles zu den Bronchien und Bronchiolen. Kommen wir zu den Alveolen. Und Sie sehen hier nochmals eine Darstellung von dem Kehlkopf, dann von der Trachea und hier die Bronchien und Bronchiolen. Und ganz am Schluss hier sehen Sie so Säckchen, so traubenförmige Säckchen. Das sind diese Alveolen oder Lungenbläschen. Das sind eigentlich so Sackgassen. Also die Luft geht dann hier in diese Bällchen hinein und kann nicht mehr weiter, sondern muss wieder alles zurück und raus. Und diese Alveolen, eben hier, die eingeatmete Luft, die geht jetzt hier in diese Alveolen hinein. Das sind diese Lungenbläschen, die sehen aus wie ein bisschen Himbeeren. Und diese Alveolen werden jetzt umspült von Blut. Und Blut, nämlich von sauerstoffarmem Blut,
Und Sie sehen dann, während dieses Blut hier über diese Alveolen fließt, wird es dann sauerstoffreich. Also irgendwie findet da Sauerstoffaustausch statt. Also das ist der Ort, wo Sauerstoff ins Blut übergeht. Also Sie sehen das auch hier. Sauerstoff aus der Atemluft wird ins Blut abgegeben, aber umgekehrt wird auch das Kohlendioxid aus dem Blut, welches ja Abfallstoff ist, wird dann hier in diese Alveolen abgegeben, sodass wir das wieder ausatmen können. Also Sie sehen hier ganz eine enge Beziehung zwischen der Luft und den Blutgefäßen. Hier nochmals, eben wenn wir Sauerstoff einatmen, dann kommen hier rot dargestellt diese Sauerstoffmoleküle nach unten und hier sehen Sie diese Erythrozyten, welche die Sauerstoffmoleküle auf sich tragen und dann wegtransportieren. Und hier sehen Sie, dass das Kohlenstoffdioxid weniger an die Erythrozyten gebunden sind, auch ein bisschen, aber die haben vermehrt, sind die auch im Blut gelöst und die werden hier abgegeben und schlussendlich ausgeatmet. Das ist ein wichtiges Bild, das müssen Sie verstanden haben, eben der Sauerstoff- und der CO2-Austausch. Und das Ganze passiert eigentlich durch Diffusion, weil hier eine hohe Konzentration von Sauerstoff ist und hier sehen Sie eigentlich fast keinen Sauerstoff mehr. Daher geht der Sauerstoff hier ins Blut hinein und hier sehen Sie aber eine hohe Konzentration von CO2 und hier eine eher niedrige, wenn Sie gerade frisch eingeatmet haben und daher fließt das CO2 wieder heraus. Dieser Vorgang hier, dieser Austausch von Sauerstoff ins Blut und dem Austausch von CO2 in die Luft nennt man äußere Atmung. Ich komme dann noch darauf zu sprechen, was die innere Atmung ist. Hier dieses Bild kennen Sie, also hier in der Mitte ist das Herz, das ist das rechte Herz und das linke Herz. Sie sehen, aus dem rechten Herz kommt dann die Lungenarterie, welche sauerstoffarmes Blut bringt und hier mit viel CO2 gesättigt das CO2 abgibt und das O2 dann von der Lunge aufnimmt und ins linke Herz gepumpt wird. Das linke Herz pumpt dann das ganze Blut in den ganzen Kreislauf, wo der Sauerstoff hier in diesem Bereich wieder an die Zellen abgegeben wird und wieder sauerstoffarm wird. Und was jetzt hier passiert, Sie sehen dieses Bild, das kennen Sie, es passiert Folgendes, eben der Sauerstoff wird herantransportiert zu den Mitochondrien, also das sind die Organellen in den Zellen und auch ein bisschen eben Nahrung, also diese Kohlenhydrate mit Sauerstoff ergeben eben CO2 und ATP. ATP war ja wichtig, damit wir unsere Integrität behalten. CO2 wird dann abgeatmet, wie wir gesehen haben. Und dieser Prozess hier bei den Zellen nennt man innere Atmung. Also Sie sehen, das war die äußere Atmung hier und das ist und da, also hier ist die äußere Atmung und bei den Zellen ist die innere Atmung. Das ist auch ein wichtiger Unterschied, den Sie sich merken müssen. Äußere Atmung bei der Lunge, innere Atmung bei den Zellen im Körper. Okay, kommen wir zur Lungenanatomie. Sie sehen hier, wo die Lungen gelegen sind. Sie sehen, dass wir zwei Lungen haben. Wir haben rechts, hier haben wir drei Lungenlappen und links haben wir zwei Lungenlappen. Und die obere Begrenzung der Lunge ist die Clavicula, also das Schlüsselbein hier und hier. Die untere Begrenzung ist das Zwerchfell, das ist ein flacher Muskel, der von hier nach hier zieht. Das ist die untere Begrenzung. Dann haben wir hier ein anderes Bild, die äußere Begrenzung rundherum, also um die Lungen rundherum so, sind die Rippen und nach medial, also in diesem Bereich hier, zwischen den beiden Lungen haben wir die Begrenzung, das sogenannte Mediastinum. Das Mediastinum ist der Ort, wo eigentlich das Herz ist und auch noch andere Strukturen, aber merken Sie sich einfach, im Mediastinum liegt das Herz. Also medial, also zur Körpermitte gelegen, werden die beiden Lungen von dem Herzen eigentlich abgegrenzt.
Okay, dann hier nochmals als Repetition ganz schematisch, eben die untere Begrenzung ist das Zwerchfell, also hier unten, das ist dieser Muskel hier. Dann die mediale Begrenzung ist das Mediastinum, das ist einfach dieser Raum hier, das Mediastinum. Dann die äußere Begrenzung rundherum, das sind die Rippen. Und jetzt sehen Sie hier rot dargestellt, oder also hier umkreist haben wir um die Lunge ein sogenanntes Lungenfell und an den Rippen anheftend ist ein sogenanntes Rippenfell. Was ist das nun? Das Lungenfell und das Rippenfell, das ist die sogenannte Pleura. Das sind einfach so dünne Häutchen, welche eben auf der Lunge ist. Also das Lungenfell ist auf der Lunge und das Rippenfell ist auf den Rippen. Und was ist jetzt so wichtig an dem? Weil wir ja jetzt zwei Felle haben, also ein Rippenfell und ein Lungenfell, gibt es hier dazwischen einen sogenannten Spalt, einen Fellspalt oder einen Pleuraspalt hier. Also zwischen diesem violetten und diesem blauen Fell haben wir einen Spalt. Und für was ist dieser Spalt jetzt wichtig? In diesem Spalt hat es einen Unterdruck. Und durch diesen Unterdruck wird die Lunge nach außen gezogen und so aufgebläht, könnte man sagen. Wenn jetzt hier zum Beispiel ein Loch ist oder dieses Rippenfell nicht ganz intakt ist, würde Folgendes passieren, nämlich dass eine Lunge eben kollabieren würde, weil hier eben dazwischen kein Unterdruck mehr herrscht. Die Lunge wird dann sogleich kollabieren, weil es nicht mehr nach außen gehalten wird. Ich hoffe, das können Sie sich vorstellen. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Lungenmechanik und wir müssen uns fragen, wie wird überhaupt die Luft angezogen? Wie können wir atmen? Und das ist so der Fall, hier ein kleines Schema, dass wenn sich die Lunge expandiert, wenn die Lunge größer gemacht wird, dann entsteht ja hier in diesen Alveolen ein Unterdruck, weil ja plötzlich sehr, sehr viel Volumen da ist und daher fließt jetzt hier der Sauerstoff in die Lungen hinein. Das ist eigentlich ähnlich, wie wenn Sie eine Spritze aufziehen würden. Eine Spritze mit Luft aufziehen würden, dann passiert eigentlich das Gleiche, Luft wird auch angezogen. Und wenn Sie vorstellen, wenn Sie die Spritze nun ausdrücken, dann wird die Luft hinausgedrückt. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip hier. Die Lungen werden voluminös größer gemacht, sodass die Luft angezogen wird. Und dann, wenn man ausatmen möchte, wird die Lunge einfach ausgepresst. Und wie macht jetzt die Lunge das, dass sie größer wird und kleiner wird? Die Lunge selber hat kein Muskelgewebe, kann das selber nicht machen. Daher gibt es spezielle Muskeln, die das für die Lunge machen. Und hier sehen Sie oben, Inspiration bedeutet Einatmung und Expiration Ausatmung. Sie sehen hier unten die untere Begrenzung, die haben wir schon gesehen, das ist das sogenannte Zwerchfell, das ist ein Muskel. Und wenn wir den kontrahieren, dann wird der Muskel nach unten gezogen. Und somit wird mehr Platz für die Lungen gemacht, die Lungen werden somit voluminöser und größer. Und somit kann Luft angezogen werden. Umgekehrt, wenn wir ausatmen, können wir das Zwerchfell wieder entspannen und es wölbt sich wieder nach oben, so haben wir weniger Platz für die Lungen und die Lungen werden eigentlich ausgedrückt. So könnte man sich das vorstellen. Und diese Zwerchfellatmung, also diese Atmung mit diesem Muskel hier, das ist die sogenannte Bauchatmung, wenn Sie mit dem Bauch atmen, das eben, dann sagt man dann Bauchatmung. Und das andere ist mit dem sogenannten mit dem Brustatmen oder Thoraxatmen. Sie sehen hier, man kann den Thorax größer machen oder das Volumen größer machen, indem man den Thorax hebt. Und das sind die äußeren Zwischenrippenmuskeln, die das machen, welche den Thorax nach oben heben. Wenn wir ausatmen möchten, drücken wir den Thorax einfach wieder nach unten, weil somit das Volumen im Thoraxraum kleiner wird und die Lungen so ausgedrückt werden. Also, in a nutshell, beim Einatmen senkt sich das Zwerchfell und der Thorax hebt sich. Beim Ausatmen hebt sich das Zwerchfell und der Thorax senkt sich.
Und diese Thoraxatmung, also diese Brustatmung hier, das ist vor allem bei Schwangeren wichtig, weil ja die Zwerchfellatmung dann nicht mehr so gut geht, wenn man ein Baby im Abdomenbereich hat. Ausatmen ist vorwiegend passiv. Sie sehen das zum Beispiel hier. Wenn wir die Rippen nach oben bewegen und dann einfach die Muskeln locker lassen, dann wird sich durch die Schwerkraft diese Rippen wieder nach unten bewegen und die Lungen werden ausgepresst. Vorwiegend passiv. Wenn wir aber zum Beispiel sehr viel Sport machen und sehr, sehr angestrengt sind, dann können wir auch gewisse Muskeln aktivieren, damit das Ausatmen auch aktiv wird. Aber wenn wir in Ruhe sind, dann müssen wir keine Kraft aufwenden für das Ausatmen. Die normale Atemfrequenz bei Menschen ist zwischen 14 und 20 Mal pro Minute. Jetzt zum Schluss kommen wir zu den Lungenvolumina. Das sind wichtige Parameter, die Sie sich merken müssen. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, einfach normal ein- und auszuatmen, das wäre diese Kurve hier, das wäre normales Ein- und Ausatmen. Und dann wäre dieser Bereich, also vom Ausatmen bis zum Einatmen, das ist das sogenannte Atemzugsvolumen, das ist etwa einen halben Liter. Etwa einen halben Liter. Und Sie können dann ausrechnen das Atemminutenvolumen. Sie können dann ausrechnen, wie viel Mal pro Minute Sie ein- und ausatmen und wie viel Volumen Sie zu sich nehmen, und dann können Sie das Atemminutenvolumen bestimmen. Also wie viel Liter pro Minute Sie ein- und ausatmen. Wenn Sie aber ganz, ganz tief einatmen, das können Sie. Sie normalerweise atmen Sie nicht sehr tief im Ruhezustand, aber wenn Sie voll einatmen, dann können Sie bis 2 Liter einatmen. Das ist das sogenannte inspiratorische Reservevolumen. Wenn Sie so weit wie möglich ausatmen, dann ist das etwa auch 2 Liter. Und das ist das expiratorische Reservevolumen. Wenn Sie ganz tief ein- und ganz tief ausatmen, dann ist das die Vitalkapazität. Dann ist das die sogenannte Vitalkapazität, das ist etwa eben hier 4 Liter. Wenn Sie aber probieren, alles auszuatmen, kriegen Sie nie alle Luft hinaus. Also Sie schaffen nie, die gesamte Luft aus Ihren Lungen herauszupressen. Es bleibt immer etwa 1 Liter Residualvolumen bestehen. Wenn Sie die sogenannte Vitalkapazität, also das, die ganze Vitalkapazität mit der Residualvolumen zusammenrechnen, dann gibt das die sogenannte Totalkapazität der Lungen. Und das ist einfach, wie viel die Lunge insgesamt fassen kann. Also wichtig einfach, dass Sie das Atemzugsvolumen kennen, dass Sie das inspiratorische Reservevolumen und das expiratorische Reservevolumen kennen, dass Sie die Vitalkapazität kennen, das Residualvolumen kennen und auch das Atemminutenvolumen. Das ist dann einfach, wie viel Volumen Sie pro Minute einatmen können. Somit danke ich und hoffe, dass einiges klarer geworden ist.